Hallo und herzlich willkommen im Wald. Es startet jetzt meine kleine Survival-Übung, also eine Survival-Übernachtung im Walde mit ungewöhnlich unzureichender Ausstattung. Das hier hinter mir ist der alte Ochsenstall, der hier historischerweise noch rumsteht, stammt aus dem Mittelalter. Ich habe mir den einfach als der eine Punkt, dessen Location ich hier in der Gegend genau kenne, als Startpunkt ausgedacht. Ich hätte noch einen zweiten Punkt, wo ich später hin muss, deren Location ich ebenfalls kenne, nämlich die legale Feuerstelle, an der ich plane, mein Feuerchen zu machen. Warum brauche ich jetzt auf einmal eine legale Feuerstelle? Liegt daran, dass ich möchte, euch einladen möchte, das Ganze doch nachzumachen. Ich habe mir also auch ein paar Spielregeln überlegt, damit wir das so ein bisschen spielerisch aufziehen können. Und zu diesen Spielregeln gehört als allererstes, also ich leier das jetzt nicht alles runter, sondern erkläre es euch unterwegs so nach und nach, beziehungsweise ihr findet eine genaue Anleitung, wie ich mir das ausgedacht habe, in Textform in der Videobeschreibung, bisschen mehr Text diesmal, und wie gesagt, auf die einzelnen Punkte gehe ich dann nach und nach ein. Aber jetzt kommen wir erstmal zu dem Zeug, was ich dabei habe, was an Ausrüstung zulässig ist. Und so nach den Spielregeln dürft ihr dann auch, wenn ihr Lust habt, eben wie gesagt das Ganze nachzumachen oder besser zu machen vor allen Dingen, auch eure Ausrüstung auswählen. Euch wird auffallen, ich habe diesmal kein Hutband am Hut, weil ich mir gedacht habe, dann komme ich auf die Idee, dieses vielleicht zu verwenden und das wäre dann schon Cheating. Allein der Kompass, der dran ist, könnte ja unter Umständen vielleicht ein bisschen hilfreich sein, wenn ich es tatsächlich schaffe, mich zu verlaufen. Kann ich mir nicht vorstellen, dafür laufe ich dann doch zu viel im Wald rum, als dass ich mich da noch verlaufen würde, also völlig die Orientierung verliere und nicht mehr weiß, aus welcher Richtung ich gekommen bin. Ich habe jetzt eben an Ausrüstung ein sehr günstiges Discounter Polyethylen oder was auch immer Kunststoff-T-Shirt, weil die Atmungsaktivität von diesem Ding für meine Bedürfnisse, also ich habe zumindest den Eindruck, besser ist und da schwitzt man dann nicht ganz so sehr drin. Dann habe ich dieses Fjällrevenhemd hier an, was ihr hier seht, das ist aus dem berühmten G1000. SC, das ist die etwas leichtere Version davon, ist relativ guter Schutz gegen Mücken, Stacheln, Dornen und Brennnesseln und ja, auch ein bisschen gegen Zecken. Das habe ich deswegen an, nicht weil mir kalt ist, im Gegenteil, sondern eben als Schutz meiner Haut vor bösen Dingen. Dann standardmäßig meine übliche Hose. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Also die BW Moleskin Hose, das alte Modell. Dazu habe ich noch meine Standard-Waldstiefel an. Da drin sind natürlich auch noch Socken. Und das war es dann an Klamotten. Zulässig ist noch eine zusätzliche Jacke, die darf dann auch im Rucksack transportiert werden. Und weitere Ausrüstung, von den Klamotten mal abgesehen, habe ich mir Folgendes überlegt. Ich mache mal einen kurzen Schnitt, damit ich euch das besser zeigen kann. Ja, und das wäre dann mein Ausrüstungshaufen. Die Isomatte gehört nicht dazu, die benutze ich jetzt nur hier am Startpunkt, kurz, damit ich euch das besser zeigen kann. Danach ist die Isomatte quasi tabu für weitere Verwendungen. Begrenzung der Menge an Zeug, was man mitnehmen darf. Da habe ich mir zuerst überlegt, sollen es nur 5 Gegenstände sein? Soll es irgendwie anders begrenzt sein? Wie mache ich das am dümmsten? Wie funktioniert das? Da war gerade die erste Zecke. Und habe mir dann am Ende überlegt, man darf mitnehmen, was, Zecke tot, in die Hosentaschen passt. Und da so eine Bundeswehrhose relativ große Hosentaschen hat, passt dieses ganze Zeug alles rein. Ich werde es euch auch gleich zeigen. Wenn ihr eure Ausrüstung zusammenstellt, vielleicht wenn ihr jetzt ganz grobe Anfänger seid, grobe Grundregel sind die 5 Cs, sind jeweils englische Wörter. Ich versuche mich mal am Englischen es auszusprechen. Das wäre zum einen ein sogenanntes Combustion Device. Also auf gut Deutsch irgendwas, das Feuer macht. Und ich sehe gerade, das habe ich jetzt tatsächlich gar nicht auf dem Haufen liegen. Wäre jetzt in meinem Fall mein Firesteel. Dann Cutting, ein Messer. Habe mich jetzt hier für das Schweizer Armeemesser entschieden, beziehungsweise das Bundeswehrtaschenmesser, das ja mehr oder weniger dasselbe ist. Neck, neck, neck. Dass man jetzt wieder mal nicht zukriegt mit einer Hand. Jawohl, also diese zwei Dinge sollte man auf jeden Fall dabei haben. Dann Cordage,
da mengenmäßig ja nur die Begrenzung ist, was in die Tasche reinpasst, habe ich da jetzt einige Schnurbündel. Ich werde sie schon für irgendwas gebrauchen können. Canteen sollte man dabei haben. Das habe ich jetzt so gelöst, dass ich hier eine kleine Taschenflasche habe. Die ist auch mit Wasser gefüllt. Und eine Tasse, damit ich mir auch was kochen kann. Entsprechend, sonst lohnt sich das mit dem Feuer machen ja gar nicht. Ich habe einen Wasserfilter, den Sawyer Mini. Der lässt sich übrigens hier auch drauf packen, damit man dann auch entsprechend besser trinken kann. Ich habe eine Beleuchtung, die ist allerdings jetzt nicht in dieser C-Regel enthalten. Die dient vor allen Dingen dafür. Also wäre nicht unbedingt notwendig. Man könnte auch fertig sein mit dem Lagerbau und allem, bis es dunkel wird. Und dann halt nachts in Gottes Namen so lange schlafen, bis es dunkel ist und erst wieder aufstehen, wenn es hell ist. Ginge also auch in einem Survival-Szenario, wenn ihr also auf eine Lampe verzichten wollt. Beim Nachmachen, dann seid ihr schon mal besser als ich. Ich habe es jetzt vor allen Dingen deswegen dabei, weil ich halt eben nachts auch noch ein bisschen filmen möchte. Und ich kann nicht die ganze Nacht durchpennen. Das kriege ich auch irgendwo nicht auf die Reihe. So viel Schlaf brauche ich schlicht und ergreifend auch nicht. Und deswegen kann ich dann nachts noch ein bisschen lesen und so weiter. Aber dazu kommen wir gleich noch. Eine Ersatzbatterie. Dann habe ich in der Kategorie aus der C-Regel Cover eine Rettungsdecke. Damit werde ich mir versuchen, irgendeinen Unterschlupf zu bauen. Ich habe zusätzlich, wegen eben Zecken und so weiter und so fort, will ich mich ungern irgendwie gänzlich ungeschützt ins Grünzeug legen, auch wenn das potenziell ginge, ist das hier noch so ein Alufolien-Rettungsdecken-Schlafsack mit Gummiband. Das Gummiband wird bestimmt auch noch nützlich sein. Und sollte es heute Nacht doch noch relativ kalt werden und weil ich das ohnehin schon lange mal ausprobieren wollte, habe ich hier noch so Wärmepads, große und kleine, wie gesagt, zum Testen. Und das könnt ihr auch unter Umständen besser als ich. Ja, ich habe was zu essen dabei und zwar, zweimal F100 Compri. Das ist im Prinzip Milchpulverbarren und viermal, also das sind dann zwei Mahlzeiten. Das ist jeweils eine Mahlzeit. Energy 5, genau, also so Weizenbarren, gepresster Weizen, wenn man so möchte, mit etwas Zucker. Werdet ihr dann noch in Aktion zu sehen bekommen. Und jetzt habe ich behauptet, dieses ganze Zeug passt in die Hosentasche. Und jetzt muss ich halt eben noch beweisen, dass das entsprechende Zeug tatsächlich in die Hosentasche passt. Und das kriegt ihr jetzt noch zu sehen. Und dann räume ich hier wieder zusammen. Und dann geht's weiter, damit ich meine Aufgaben-Checkliste abarbeiten kann. Wie gesagt, Details dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung. Wenn nicht, kommen wir da nach und nach zu. So, und jetzt müsst ihr mir halt einfach glauben, dass ich in dieser Tasche hier unter anderem die Lampe, die Flasche habe. Man kann es sehen. Da unten befindet sich dann noch der Sawyer-Wasserfilter, Rettungsdecke. Auch der Alufolien-Schlafsack. Und ich habe vergessen zu erwähnen, zu meiner Ausstattung gehören auch noch ein paar Karabinerhaken, damit man sich ein bisschen was auch einfach so an die Hose hängen kann. Ich könnte mir alternativ, ihr seht, diese Tasche hier ist noch leer, das Ding also noch in die Tasche stecken, nur damit ich also jetzt nicht meine eigene Regel gebrochen habe. Es ist schon noch Zeug, das noch in die Hosentaschen gepasst hätte. Das wäre einfach nur wahnsinnig unbequem beim Marschieren. Und andere Seite, hier auch wieder entsprechend Tasche. Ich habe mir hier noch einen Firesteel hingehängt und habe eben auch vergessen zu erwähnen, ich habe noch als kleines Gimmick so ein Tritium-Leuchtelchen hier am Karabinerhaken hängen. Zeige ich euch heute Nacht vielleicht noch mal kurz. Ansonsten, das ist eigentlich mehr Spielzeug als irgendwas sonst. Hier findet sich dann noch eine Schweizer Militärschokolade, die ich eben erwähnt habe. Essensproviant, die Wärmepads. Und da unten hat sich dann im Wesentlichen Proviant und die Ersatzbatterie. Und ich glaube, das war's im Großen und Ganzen auch. Mit dem Zeug muss ich also in irgendeiner Form auskommen und möchte hier gerne eine Nacht vollbringen und eben noch verbringen, nicht vollbringen und eben noch ein bisschen Krempel unterwegs machen. Und in Anbetracht dessen, dass ich ja ohne einen besonderen Grund hier draußen bin, also ich gehe jetzt mal los und erzähle noch ein bisschen was, habe ich mir noch ein
Survival-Szenario überlegt, damit man irgendeine Begründung hat, was man eigentlich hier macht und warum man jetzt hier rumstapft und warum zum Henker man keinen Rucksack dabei hat. Also ich habe jetzt schon einen Rucksack, aber der ist fürs Kamera-Equipment only. Und wenn ich den schon mitschleppe, da habe ich jetzt halt die Jacke drin. Die könnte man sich auch noch um die Hüfte binden oder sowas, wer das machen möchte und dann noch krasser unterwegs sein will als jetzt ich. Faule Socke, die zu faul ist, Matschloch. Ja, Matschloch. Also ich faule Socke, die zu keine Lust hat, sich die Jacke um die Hüfte zu binden, dann dürft ihr das natürlich auch tun. Ansonsten, wie gesagt, Rucksack ist für Zusatzausrüstung, die nicht Survival-Zwecken dient. Also sprich Kamera-Equipment, ich habe da auch ein Stativ drin, eben noch zusätzlich die Jacke und wichtig Erste-Hilfe-Materialien. Also die müssen jetzt auch nicht in der Standardausrüstung drin sein. Dabei haben sollte man sie aber selbstverständlich trotzdem. Ja, das wäre jetzt zur Ausrüstung gewesen. Ich habe da auch noch eine Plastiktüte drin, damit ich mein Kamerazeug, wenn es so richtig runter macht, regelmäßig auch wasserdicht verpacken kann, dass da nichts kaputt geht. Natürlich dürfte dann auch noch ein Handy mitnehmen für Notfälle. Ich habe jetzt keins dabei, weil eine 24-Stunden-Survival-Challenge im deutschen Wald, was soll da Schlimmes passieren? Schlimmstenfalls hockst du dich 24 Stunden irgendwo hin und wartest, bis die 24 Stunden rum sind. Ist also eigentlich nur Firlefanz und ein wirkliches Risiko besteht da meiner Meinung nach für Leib und Leben nicht wirklich. Ist also Primärziel Spaß. So, ja, und jetzt das Szenario, das wir hier jetzt haben, weshalb wir hier im Wald rum sind, ist folgendes. Ihr sitzt am Mittagstisch mit eurer Frau, Freundin, Geliebten, irgend sowas in der Art. Habt gerade genug gegessen, also das ist in meinem Fall jetzt auch der Fall, ich bin mit vollem Magen gerade noch unterwegs, habt ordentlich getrunken und dann stellt sie folgende Frage. Du, findest du mich eigentlich zu dick? So, und jetzt habt ihr drei Optionen. Option 1 und Option 2 habe ich im Laufe meines Lebens schon ausprobiert. Option 1 ist, nein, hier hast du noch ein Hähnchenschenkel. Iss mal mehr, damit du ordentlich Fleisch auf die Knochen bekommst. Sie ist beleidigt. Warum? Weiß ich nicht. Aber sie ist beleidigt. Also keine gute Antwort. Option B. Ja, ein ganz kleines bisschen könntest du schon abnehmen. Lass uns doch mal zusammen joggen gehen. Dann ist sie ganz, 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 ganz arg beleidigt. Scheiße, ich habe schon Wasser gefunden. Das war aber einfach. So ein Kack. Egal, dann nehme ich das nächste Wasser. ja, wo laufe ich hier eigentlich hin? Ich habe keine Ahnung. Naja, das ist ja Sinn und Zweck des Ganzen irgendwo. so, und deshalb habe ich gedacht, machen wir jetzt Option C. Das einzig Richtige, was man machen kann, wenn man gefragt wird, du, findest du mich eigentlich zu dick, ist laufen. Weg. Schnell. Weit. Und erst am nächsten Morgen nach einer Nacht im Wald zurückkehren, damit sie sich Sorgen machen kann und feststellen, dass sie einen doch eigentlich lieb hat. Also, das ist unser tolles Survival-Szenario. Und da wir es sehr eilig haben, wegzukommen, haben wir eben nur Zeit, uns schnell eine Jacke unter den Arm zu klemmen. Und weil wir gerade keine Ahnung haben, wo unser Rucksack liegt, okay, das ist ein bisschen unrealistisch, aber trotzdem, wir haben gerade keine Ahnung, wo unser Rucksack liegt, kommen an unserem Ausrüstungsregal, Schrank, Kiste, was auch immer ihr da habt, vorbei und haben nur schnell so viel Zeit, uns mit dem Allernötigsten die Hosentaschen voll zu stopfen. Und dann geht es auch schon los. So. Und eben am nächsten Morgen können wir wiederkommen, weil sie bis dahin begriffen hat, dass wir es nicht böse gemeint haben. Oder vergessen hat, was sie eigentlich gefragt hat. Sollte ja auch vorkommen. Frei für Forst- und landwirtschaftlichen Verkehr. Dann kann ich da ja lang. Ja. So, was mache ich jetzt eigentlich? Plan Nummer 1, Wasser finden. Das Dumme ist, Wasser finden hat jetzt sage und schreibe 5 Minuten gedauert. Weshalb ich noch genug Wasser in meiner Flasche habe. Ist also jetzt gerade ein bisschen für den Eimer. Alternativplan, Zunder suchen. Und das steht dann auch unten in der Missionsprotokoll. Liste in der Videobeschreibung, was für Sachen ich mir eigentlich alle vorgenommen habe.
Eigentlich müsste man ja erst Wasser suchen. Das macht aber, wie gesagt, keinen Sinn, weil ich habe ja noch welches. Und ich merke mir jetzt natürlich, wo der Bach ist. Und da ich einen Wasserfilter dabei habe, reicht dieser Bach aus vollkommen aus. Jetzt müsste man natürlich wissen, dass der nicht durch irgendwelche Siedlungen fließt und so weiter und so fort. Und wie es der Zufall so will, weiß ich das gerade. Rein per Zufall. Nein, also ich habe mir ja so einen ganz groben Überblick per Karte von der Umgebung verschafft. Ich kenne mich hier aber wirklich ungelogen nicht gut aus. Und wenn ich die ganze Zeit am Labern bin und planlos durch die Gegend stapfe, könnte es sogar sein, dass ich mich wirklich ein bisschen verlaufe. Wäre ja ganz lustig. So, ich sammle jetzt halt alles unterwegs ein, was ich finde. Natürlich auch Essbares, auch wenn ich ein bisschen Proviant dabei habe. Aber einfach so aus Spaß und der Freude, damit man sagen kann, man hätte auch was Essbares gefunden. Ihr dürft natürlich auch auf den Proviant verzichten. Ihr findet auch unten in der Gebrauchsanweisung, in den Spielregeln, dass ihr dann Bonuspunkte bekommt. Da ich die ganze Sache allerdings vorgebe, bin ich nicht motiviert, mehr zu leiden, als unbedingt notwendig ist. Wenn ich jetzt irgendjemanden überbieten müsste, würde ich unter Umständen auch mehr leiden wollen. Also hier gefällt es mir gerade hervorragend. Ich glaube, hier könnte man unter Umständen nächtigen. Ihr dürft dann übrigens auch durchaus unterwegs irgendwelche Ausrüstung irgendwo liegen lassen. Ich würde euch ohnehin empfehlen, dass ihr die zurückzulegende Distanz, steht auch in der Gebrauchsanweisung, mit Erkunden verbringt und nicht einfach nur geradeaus irgendwo mitten durch die Pampa lauft. Das bringt euch nämlich nichts. Auch in einem echten Survival-Szenario, in dem man jetzt nicht irgendeinen bestimmten Ort erreichen muss, und das ist bei uns ja jetzt nicht der Fall, hat man ja nichts davon. Wenn man planlos durch die Gegend rennt, lieber eine Fläche erschließen, gut umgucken und schauen, ob man was Essbares findet. Vorzugsweise da, wo es dann auch einigermaßen Botenvegetation gibt, weil hier hinter mir, da gibt es nicht viel zu essen, wie ihr seht. Also ich würde jetzt also wie gesagt nicht, keine Ahnung, 5 Kilometer einfach geradeaus laufen und da hoffen, dass ich zufällig über was drüber laufe, was essbar ist. Lieber so ein bisschen die Gegend auskundschaften. Spaßeshalber kann man ja auch einfach mal mental davon ausgehen, dass man jetzt eine ganze Weile im Wald bleiben muss und sucht sich demzufolge einen möglichst guten Lagerplatz. Ja, das ist jetzt eine nicht so schöne Rückegasse, das gebe ich zu. Da habe ich auch schon Schlimmeres gesehen. Jedenfalls sucht sich gleich ein schön langfristiges Lagerplätzlein und guckt, dass man halt gleich noch mal ein bisschen was zu essen findet. In den Spielregeln habe ich mir so überlegt, solltet ihr nach Möglichkeit 3 sinnvollerweise essbare Dinge finden. Wenn ihr nur 3 essbare Dinge findet, die nicht unbedingt sinnvoll essbar sind, was ist das? Ist das essbar? Ich probiere das mal. Das ist jetzt irgendein Sauerampfer-Derivat. Hier das da. Kann man an den Blättern so halbwegs eine gewisse Verwandtschaft mit dem Sauerampfer feststellen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es wirklich der Sauerampfer ist. Ich bin ja Förster, ne? Ich kenne mich mit so krautigen Pflanzen gar nicht so gut aus. Ich bin mir aber sehr sicher, dass dieses Zeug hier mampfbar ist. Das sind nämlich eben die entsprechenden Samen von dem Zeug. Und ich kenne mit Sicherheit die Giftpflanzen, die es hier so gibt. Und das hier ist mit Sicherheit keine. Deshalb darf ich jetzt risikomäßig mal das Zeug hier probieren. Das ist... Bah. Gut bitter. Dann müsst ihr halt die Samen einzeln mampfen und das Grünzeug drumherum. Am besten gar nicht erst mit. Theoretisch ist da mit Sicherheit ein paar Nährstoffe drin, aber das schmeckt jetzt
so bescheiden, dass ich das jetzt mal nicht zu den essbaren Pflanzen zähle. Naja. Ein paar Nährstoffe habe ich. Übrigens bei Dingen, die nicht essbar sind, beziehungsweise giftig, in den meisten Fällen schmeckt man es raus. Habe schon die ein oder andere Giftpflanze in winzigen homöopathischen Mengen probieren dürfen. Auch auf Botanikexkursionen, das ist so ein alter Botaniker-Gag, dass man die Studenten mal Zeug essen lässt, was in größeren Mengen extrem ungesund ist und in kleinen Mengen wunderbar auf der Zunge brennt und solche schönen Späße tut. Ja, ich gehe mal wieder hier runter und merke mir auf jeden Fall, hier oben gibt es potenzielle Nagerplätze noch und nöcher. Nee, das war wirklich nicht gut. Hier ist übrigens so ein schluchtartiges Dingens. Das wird irgendein historischer Weg sein oder sowas. Obwohl man da relativ einfach sich möglicherweise ein Lager drin bauen kann, wäre es eine relativ bescheuerte Idee, in sowas zu nächtigen. Weil, wenn das schon so aussieht, wie ein ausgetrockneter Bachlauf oder potenziell ein ausgetrockneter Bachlauf sein könnte, könnte es auch sein, dass bei einem entsprechenden Gewitter, Starkregen und Ähnlichem, daraus ein nicht ausgetrockneter Bachlauf wird. Und wenn man da drin dann übernachtet, ist das doof. So, ich laufe mal ein bisschen weiter und mache mal einen Schnitt zwischendurch, sonst artet das hier aus ins Bodenlose.